So, herzlich willkommen im neuen Video der Jans World Experience bei einem Jans World Wahnsinnsvideo. Viel Spaß, ich hoffe, es wird euch gefallen und lassen wir das Intro beginnen. Jans World. Jans World. Ihr habt es gerade gesehen, uns erwartet eine Jans World Doppelfolge. Das bedeutet, nach diesem Video gibt es direkt noch eine Ausgabe der Jans World Experience. Hallo meine Freunde der Volksmusik, herzlich willkommen beim neuen Video der Jans World Experience. Und wir fangen direkt an mit dem Top der Woche. Jans World. Mein Top der Woche, also eigentlich ist es ja das Top des Wochenendes, war Samstag. Und zwar haben wir uns da mal wieder mit allen ja, noch verbliebenen Deutschen getroffen, die hier noch da sind. Es sind ja jetzt auch nicht mehr so viele und wir hatten viel Spaß und es war lustig und es ist einiges eskaliert und wir haben heute Sonntag und ich trinke normalerweise keinen Kaffee zum Morgen. Ich muss ja mal sagen, es gibt hier eine Sache, die mir ein bisschen auf die Nerven auf Dauer geht, beziehungsweise eigentlich stört es mich nicht so wirklich viel, aber es ist dann manchmal halt so ein bisschen doof. Und zwar, klar, meine Familie spricht zwischendurch schon Spanisch und wenn dann hier mein Gastbruder, der den ganzen Tag in unserem Zimmer verbringt und dadurch nicht wirklich besser Englisch sprechen lernt, auf einmal anfängt, sich einfach auf Spanisch mit denen zu unterhalten, ist das schon eher unschön. Also stellt euch mal vor, ihr geht jetzt nach Russland, wo ihr nichts versteht, das wäre auch scheiße. Also ich komme hier nach Englisch, nach Kanada, um mein Englisch zu verbessern und wenn man dann so ein Stück weit ja auch ausgegrenzt wird. Und naja, also ich hätte mir schon einen anderen Gastbruder eigentlich gewünscht. Also viele fragen mich auch, ja, mit dem hast du nicht so viel zu tun, ne? Und es ist dein Gastbruder, ne? Und ja, wie versteht ihr euch? Wir verstehen uns eigentlich gut, aber wir haben halt null miteinander zu tun, weil er eigentlich den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzt. Also jetzt auch gerade deswegen darf ich seinen Namen nicht aussprechen, weil sonst würde er mich vermutlich hören und merken, dass ich über ihn sprechen würde. Ist es halt so ein bisschen schade. Also ich hatte mir am Anfang, ich hatte mich ja sehr darauf gefreut, dass noch ein anderer Austauschschüler dabei ist, weil ich so ein bisschen gehofft hatte, dass es dann einfacher wird. Und ich hatte mir schon immer einen größeren Bruder eigentlich gewünscht. Und das ist er halt so gar nicht. Und ja, aber ich sag mal, es wäre auch besser als so ein großer Bruder, auf den man dann neidisch sein muss oder so, weil er irgendwie alles ganz toll hat. Weißt du, den habe ich da als so eine Art, so willst du nicht sein, weißt du? Und das motiviert mich dann auch, Sport zu machen und ja. Klingt ein bisschen gemein, aber das hilft einem ja auch, ne? Also hält einem immer von Augen, geh nicht an den Kühlschrank. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch heute mal was typisch Kanadisches vor. Und zwar ist das Maple Syrup. Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich? Ahornsirup, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Und zwar essen die Kanadier das am liebsten auf Pfannkuchen. Und zwar nicht, wie wir dann ein bisschen Puderzucker drauf tun würden, sondern wie man da auch gut im Bild sieht, das Maple Syrup schwimmt wirklich eigentlich. Also die Pfannkuchen schwimmen in dem Maple Syrup. Ja, es ist eigentlich nicht so mein Fall. Es schmeckt ein Stück wie Zuckerrübensirup, finde ich. Also das kann man ja bei uns kaufen. Ich weiß nicht, ob man Ahornsirup auch kaufen kann, aber wenn, dann nicht das Original Kanadische. Also das ist schon ein Stück weit was anderes. Viele Familien machen das sogar selber, weil man sich ja, hier gibt es ja richtig so irgendwie, wo diese Pflanzen angebaut werden, wo man dann das Sirup rauskriegt. Das ist wirklich cool. Es schmeckt sehr, sehr süßlich. Aber zwischendurch kann man sich das natürlich mal genehmigen. Beispielsweise letzte Woche gab es erst Pfannkuchen wieder mit Maple Syrup zum Frühstück am Wochenende. Da sagt man natürlich auch nicht nein. Viele Kanadier packen beispielsweise noch Blaubeeren mit in die Pfannkuchen zu dem Sirup. Schmeckt sehr, sehr gut. Das hat meine Gastschwester einmal gemacht. Das ist alles sehr lecker. Ja, trotzdem vermisse ich Brot und Käse. So, Freunde, ich habe mich jetzt mal gerade hier auf meinem Bett gesetzt, weil ich das irgendwie entspannter fand. Ja, mich würde mal interessieren, was würdet ihr gerne noch in Jans World Videos sehen? Also, wir haben jetzt montags und freitags immer eine Ausgabe, das ist recht viel und da brauche ich ein Stück weit eure Hilfe. Sagt mir einfach mal, schreibt mir eine E-Mail, ich kann das hier mal eben einblenden.
Das ist die Jansworld ohne O at gmail.com. Da könnt ihr immer reinschreiben, wenn euch was gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dann schreibt mir einfach mal, was würdet ihr euch wünschen für ein zukünftiges Video. Auf jeden Fall geplant für nicht das nächste Video, also nicht für die Doppelfolge, sondern das nächste Video dann am Freitag ist, dass ich mal ein bisschen mehr von meinem Haus zeige. Und diese Folge ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, ist die nächste ja auch. Aber ich musste die halt trennen aus werberechtlichen Gründen, bla bla bla. Ja. Von daher ist jetzt auch schon gleich wieder das Intro. Von daher schreibt mir eine E-Mail, dann kann ich mal so sehen, was interessiert euch. Dann kann ich das auch ein bisschen auf euch besser abstimmen. Also viel Spaß gleich beim zweiten Video. Einfach ganz am Ende nach dem Abspann und allem kommt dann der Link. Da könnt ihr dann faszinierenderweise draufklicken. Und dann geht die Post ab mit dem zweiten Video. Viel Spaß! Jan's World. Jan's World.